damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Starfield. Ich bin schon mal auf den Planeten geflogen bezüglich dieser Notrufmeldung. Und da hinten ist das Schiff gelandet und startet jetzt gerade wieder. Ciao. Und wir sind da gerade bei dieser Farm hier, wo er hier wartet. Moin. Ich habe kein Problem damit, mein Zuhause zu verteidigen. Aber... du siehst auf jeden Fall nicht wie die Spacer aus, die ich so kenne. Ja. Bleib locker. Aber du bist hier, um zu helfen? Willst du irgendeine Belohnung? Ja, immer doch. Ja. Könnten wir doch alle. Liz hat 4 Familien geholfen, sich in diesem System anzusiedeln. Wenn alles gut lief, waren wir vielleicht mal einer Meinung. Aber glaub mir, gerade läuft es nicht gut. Die Spacer-Angriffe werden immer schlimmer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir erledigt sind. Außer natürlich, du hilfst ein paar fleißigen und sturköpfigen Siedlern. Ja... ja. Ach, wusste ich nicht. Die Spacer haben die Liz-Satelliten ausgeschaltet. Also können wir nicht mal miteinander reden. Isolieren und eliminieren. Der Klassiker. Wenn du den Lopez-Satelliten reparierst, öffne ich einen gesicherten Kanal, dann verschaffen wir uns einen Überblick und nehmen alle Satelliten wieder in Betrieb. Also, das heißt es, wir müssen wieder nach oben. Vielleicht lasse ich mich einfach nur mitreißen, aber ich bin endlich mal optimistisch. Danke. Ja, gut, das war ein kurzer Ausflug hier. Dann fliegen wir mal wieder. Einmal rein hier. Einmal bitte Cockpit. Dankeschön. Öd abheben. Mal schauen, vielleicht wird es jetzt endlich mal ein Zeitpunkt, wo vielleicht ein Schiff mehr kaputt gehen könnte. Erreichen den Orbit. Okay, wir werden mal ein bisschen was auf die Schilde geben. Antrieb machen wir mal 2. Oh, was? Ah, da haben wir ja schon die Spacer. Ja, ist geil. Shit. Komm. Einmal drehen. Ich hasse Weltraumschlachten. Yes. Okay. Wir müssen da weg. Schild offline. Das ist nicht so gut. Wo sind die? Komm. Geht drauf. Ihre Schilde sind weg. Schalte sie aus. Ja, versuche ich gerade. Nice. Wo ist der andere? Komm. Einmal drehen. Das war's mit dem Grabsprung. Nice. Ah, ich hasse dieses. Ah, ich hasse es. Komm, schneller wenden. Wo bist du? Ja. Komm. Okay, wir müssen erstmal reparieren. Sprungsystem läuft wieder. Sehr gut.
Holen wir uns Sachen. Nee, wir gehen jetzt erstmal zum Satelliten. Auch da vorne. Und dann sind wir ja soweit erstmal wieder healthy. Ob da noch mehr kommen werden? Nice. Die Übertragung ist aktiv. Sende die Daten der anderen Satelliten. Du hörst mich, oder? Jo, hallo? Alles gut. Ich höre dich laut und deutlich. Ich musste mich... Moment, was? Oh, wie witzig. Es wird ein bisschen dauern, sich damit zu beschäftigen. Du willst nicht zufällig mit Hydrokulturen arbeiten? Irgendwie hat darauf niemand Lust. Oh, nicht unbedingt. Wenn die anderen Satelliten repariert sind, öffne ich einen Kanal zu den Familien. Alles klar. Wo sind die anderen? Oder muss ich da springen? Ich glaube, ich werde springen müssen, ne? Schauen wir mal ganz kurz. Korti. Einmal hier raus. Okay, repariere den Satelliten. Das kenne ich möglich. Ja, mir ist mir schon klar. Bloß festlegen. Und noch zwei Weltraumschlachten. Oh, ist er ja schon. Und wir sollten einmal nach unten. Aber der Satellit ist ja da vorne. Okay. 1800 Meter. Lasst niemand. Ach nee. Komm, 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 komm. Jetzt werden wir sehen. Ihr Kampfantrieb ist tot. Nice. Komm, 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 komm. Nice. Attacke. Fuck. Einmal wenden, 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 wenden. Komm, 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 komm. Hülle ist nicht mal gut. Fuck. Okay. Dann hätten wir zum allerersten Mal unser Schiff kaputt gemacht. Ja. Schilde ist auf... Machen wir Laser auf maximal. Und versuchen das Ganze nochmal. Können wir da die Hülle mehr reparieren? Okay, sehr gut. Frag mich, ob ich mich so ein bisschen leichter tue. Komm da runter. Komm, rauf, 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 rauf. Rauf, 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 rauf. Yes. Weg, 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 weg. Nein, 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 zurück. Aber ich glaube, so ist es wirklich besser. Komm, 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 komm. Nice. Weg, 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 weg. Wo ist der Arsch?
komm. Runter. Komm her. Yes. Gott sei Dank. Ah, nice. Jetzt kann ich halt nicht mehr behaupten, jetzt Schiff nicht kaputt gemacht. Wo ist jetzt der Satellit da? Da. Okay, 500 Meter. Noch ein Satellit. Nice. Okay, müssen wir jetzt da runter oder nicht? Hoffentlich bereiten Sie uns einen herzlicheren Empfang. Okay, wir schauen mal auf der Karte. Sieht nicht so aus, als wenn wir da runter müssen. Oder? Oder ist hier doch noch was? Kommunikationssatellit bereits an dieser Position. Ja, ansonsten gehen wir mal hier hin. Reisen X. Und die nächste Schlacht. Alles klar. Ich glaube, ich möchte Antrieb 1 weniger. Und dafür wenn wir hier mal ein bisschen drauf gehen. Sobald nicht so schnell. Eine. Na, wo bleiben sie? Ist jetzt ein bisschen arg langsam, ne? Ja, ein bisschen mehr Schmack ist da drauf. Phaser? Muss ich gerade einfach so hinfahren? Ja, hinfliegen, so. Fahren ist natürlich super im Weltraum. Sus. Melde mich an, Lopez an Wen. Lopez an Wen. Wen? Wen? Das klingt nicht gut. Wen? Bitte. Das dürften jetzt alle gewesen sein. Hoffentlich geht es den anderen gut. Je eher wir Kontakt zu ihnen bekommen, desto besser. Also, okay. Das wäre, wenn. Wir könnten da mal kurz scannen. Extreme Umgebung. Das hätte man eigentlich bei dem anderen auch machen sollen. Wohin? Ah, da. Einmal auf die andere Seite. Oh, was? Das ging jetzt ein bisschen schnell. Machen wir Antrieb 1 runter.
Scheiße, das zwirbelt ganz schön. Ah, scheiße. Alter, wie soll ich denn gegen die ankommen? So ein Scheiß. Komm, 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 komm. Oder nicht da unten. Fuck, 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 fuck. Na, nein. Ja, Mann, ey. Oder muss ich einfach doch ein bisschen schneller sein? Ist was? Wir machen da mal mehr Punkte. Mehr auf den Antrieb. Okay, weg hier. Scheiße. Ich bin voll im Feuer drin. Komm, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Weg, 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 weg. Fuck. Komm, komm. Weg, 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 weg. Okay, mehr Geschwindigkeit scheint schon ein bisschen was zu bringen. Na, scheiße, weg, 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 weg. Ah. Ja, und ich kann nicht reparieren. Ah, so ein... Alter. Nicht so im Sperrfeuer drin sein. Das. Ja, komm her. Komm, 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 komm. Alter, warum lockt er auf das nicht? Alter, scheiße! Ja, was du nicht sagst. Ja, Mann! Ich weiß doch auch nicht. Maximaler Antrieb. Ah, scheiße, Raketen. Wie das Schild einfach nicht hilft. Ah. Und flüchten kann ich nicht. Ah, so eine Scheiße. Ja, die machen mich so fertig. Ah. So, letztes Mal und dann, glaube ich, werde ich mir hier einen kleinen Cut machen, wie sich das hier schafft. Besser. Sie können
Komm, 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 komm. Geh kaputt. Okay, Nummer 1 kaputt. Ja, die machen wir. Scheiße, 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 scheiße. Okay, jetzt haben wir nur noch einen. Fuck, der macht uns fertig. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh ja, ich bin hinter ihm. Komm, du machst mich jetzt nicht fertig. Komm, 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 komm. Ja. Oh, endlich. Scheiß Weltraum schlachten. Und ich kann nicht reparieren. Unser Kraftantrieb ist repariert. Ja, schön. Der ganze Rest? Scheiße, wir brauchen so Schiffsteile. Mann. Naja, okay, wir machen das schnell mit den Satelliten. Es darf jetzt einfach nichts mehr kommen. Ja, das wird nicht mein letztes Mal sein, dass ich das Schiff kaputt gemacht habe. Okay, wir werden das mal hier scannen. Das passt. Und wir gehen erstmal wieder hier hin. Neues Kapitel auf. Wir müssen uns treffen. Alle Familien. Ah, oh, das ist ein schicker Fall. Oh, sie war ziemlich hilfsbereit. Sie ist dabei? Wir treffen bei ihr. Sie ist dabei. Ich komm rüber. Und Alban, schön dich zu hören. Oh. Ich heule gleich los. Also. wohin genau? Kurz scannen. Hä? Aber. Hä? Gib dich zum Treffpunkt. Oh, das wär's. Moment, sie hat doch gesagt, auf dem Schiff. Ja, genau da. Ich kümmere mich dann um die Bezahlung. Aber ich glaube, das ist noch nicht das Ende. Es könnte noch mehr Arbeit geben. Ja, lass mich mal raten. Wow, 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 wow. Überhaupt nicht dran vorbeigeschossen. Die Luftschleuse ist intakt. Könnt ihr zufälligerweise mein Schiff reparieren? Das wäre voll super. Auf die Reihe kriegst. Was ist dein Problem? Charmant wie eh und je. Also ich bin mir sicher, dass die Spacer die Wens haben. Ich krieg keinen Kontakt. Alle? Meine Güte. Scheiße. Das waren gute Leute. Und sie sind grundlos gestorben. Weil wir uns nicht am Riemen reißen konnten. Musst gerade du sagen. Du hast mich immer wieder reingelegt, Alban. Die Spacer bedrohen uns alle, Jackie. Und das ist der springende Punkt. Wir müssen vergangene Fehler hinter uns lassen. Was ich vorschlage, ist ein Verteidigungspakt. Sonst nichts. Jeder steuert Schiffe, Männer, Materialien und was weiß ich nicht bei, um uns alle zu beschützen. Dir würde ich nicht mal eine Unze Helium-3 geben, wenn mein Leben davon abhinge. Das Problem ist, das tut es. Wir müssen alle mal runterkommen. Können wir reden? Jo, was los? Also, du hast ehrliche Arbeit geleistet und verdienst dafür einen ehrlichen Lohn. Dankeschön. Hier. Das kommt von Herzen. Aber du solltest wissen, was jetzt kommt. Wir sind keine Soldaten. Und ich schäme mich nicht zu sagen, wir sind überfordert. Ich bezahle noch viel mehr,
wenn du uns hilfst, die Spacer für immer zu vertreiben und unsere Anstrengungen koordinierst. Für Geld mache ich fast alles. Alles klar. Wir sind keine wehrlosen Kinder. Jede Familie hat Schiffe und harte Leute, die sich in einem Feuergefecht behaupten können. Aber das Grundproblem ist, ich gebe es offen zu, selbst verschuldet. Meine Familie war zuerst hier. Und als die anderen kamen, habe ich es vielleicht nicht allzu gut aufgenommen. Kann sein, dass ich den einen oder anderen Credit auf ihre Kosten gemacht habe. Besonders Lemaire hat mir das nicht verziehen. Aber jetzt brauchen wir die Lemaires und die Bandas. Okay. Ja, irgendwie schon. Aber wie schlimm ist das Ganze? Ich bin nicht stolz darauf, aber das war am Anfang mein System. Dann kam Jackie hier reingeschneit und das fand ich nicht so toll. Aber das ist Geschichte. Wir müssen uns weiterentwickeln, sonst sind wir Spacerfutter. Bei Jackie wäre ich mir nicht so sicher. Aber die Benders sind gute Leute. Hoffentlich. Wir müssen ab jetzt zusammenarbeiten. Wir brauchen einen Verteidigungspakt. Rede als unser neuer Söldner-Commander bitte mit Bender und Lemaire. Commander? Lemaire könnten wir gebrauchen. Ihre Familie hat mit Abstand die meisten Schiffe und Leute. Aber falls das nichts wird, schaffen Bender und ich das auch. Die haben das jetzt auch alles gehört. Okay. Dann fangen wir mit dir mal an. Damit du es weißt, Alban ist ein Betrüger und Dieb. Sich mit solchen Leuten abzugeben, lässt dich nicht gut dastehen. Tut, es war ein Notruf und was ihr zwei für Probleme miteinander habt, ist mir eigentlich egal. Ihr habt ein Problem mit den Spacers. Ich will die Spacer aus diesem System vertreiben, mehr nicht. Vielleicht habe ich mich geirrt. Also, es sieht folgendermaßen aus. Meine Crew dürfte auch allein gegen die Spacer bestehen können. Wenn wir uns zusammentun, trage ich das meiste bei und habe das meiste zu verlieren. Am klügsten für mich wäre es, wenn die Lemaires sich zurückziehen und den Sturm abwarten. Naja, komm, wir haben eh so viel. Denkst du wirklich, das reicht? Seine... Fünfmal so viel. Letztes Angebot. Und wenn du glaubst, Alban zahlt das zurück, dann träumst du. 10.000? Ja, komm, probier's mit überzeugen. Ich bin zwar keine Militärexpertin, aber das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Okay, wir brauchen 6. Bist du das mit der... Manalobis, ohne dich würde dein Interesse auf lange Sicht nur schaden. Die sind unbedeutend. Selbst zusammen. Ja. Ich kämpfe, wenn es sein muss. Und meine Familie hat eine viel höhere Chance, bei diesem Mist draufzugehen. Vielleicht bist du okay, vielleicht auch nicht. Aber ich weiß, dass Alban unehrlich ist. Tut mir leid. Ja, das hat dann mal nicht so gut funktioniert. Okay. Wir müssen zusammenstehen. So einfach ist das. Ja, wir haben jetzt nur noch einen. Hallo. Mit deinem Einsatz bei den Satelliten hast du uns einen großen Dienst erwiesen. Danke. Klar, du hast Geld dafür bekommen, aber viele würden nicht mal für die Liz arbeiten. Willst du über den Verteidigungspakt reden? Nee, über Kartoffeln. Das dachte ich mir. Sich jetzt zusammenzutun, ergibt natürlich Sinn. Das finde ich auch. Aber in Zukunft... Es ist kaum vorstellbar, dass Jackie und Alban zusammenarbeiten, ohne dass irgendwann einer von beiden ein Messer im Rücken hat. Ja. Mir bleibt da keine Wahl. Die Benders schließen sich an. Wir haben ein funktionsfähiges Schiff und eins, das wir reparieren können. Viel ist es nicht, aber wenn du uns brauchst, sind wir da. Cool, dann hätten wir das. Aber ich hätte sie gern mit dabei gehabt und 10.000 Credits für den ganzen Mist zahlen. Dieser Pakt gibt uns die Chance auf eine Zukunft. Also,
Gilt der Verteidigungspakt? Teilweise. Spann mich nicht so auf die Folter. Jack hatte ich keine Chance. Shanda ist dabei. Das wundert mich nicht. Tja, zwei Familien müssen reichen. Also, die Sensoren haben zwei Gruppen empfangen. Zweifellos unsere Spacer-Freunde. Wir haben nicht viele Schiffe, aber sie können dich begleiten. Du kannst sie auch in Reserve haben. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Schicke so Schiebe wie möglich. Ja. Alles klar. Ich gebe Bescheid. Komm zu meiner Farm, wenn die Spacer erledigt sind. Ich glaube, ich weiß, wie wir die Spacer-Basis finden. Ja, das Ding ist, mein Schiff ist im Arsch. Ist die Frage, ob wir nicht irgendwo zwischenlanden und schauen, ob wir es halt reparieren können. Moment mal, müssen. Hallo? Ah, hier lang. Cockpit R. Jo, abdocken. Weil die werden sogar direkt. Wir werden garantiert erstmal auf uns da warten. Das heißt, da wollte ich nicht rein. Menü. Einmal raus. Nochmal raus. Fliegen vielleicht mal nach Altair. Sprung. Also, Fahrantrieb. Das würde ich jetzt nicht sagen. Wissenschaftsaußenposten, Forschungsposten U39. Warte mal. Ich muss da sowieso hin. Na, dann tun wir da mal kurz landen. Hoffentlich hat er irgendeine Reparaturstation. Alles klar. Wir kommen gerade in den nächsten Kampf. Wir könnten fremdartigen Lebewesen begegnen. Bitte seien Sie höflich. Die sind aber nicht höflich zu mir. Ach, Mann. Wow. Nein. Ah, scheiße. Genau ist der. Ja, genau. Ein Schuss noch. Meine Feuerkraft ist hier des Ziels überlegen. Ja, dann gib mal Gas. Nice. Mal weiter nach vorne. Wow! Alla! Du bist erledigt. Hey, das werden wir gleich sehen. Gott sei Dank ist die KI nicht die hellste und da hinten ist auch noch einer. Alla! Na, wo sind wir? Es ist sinnlos, uns besiegen zu wollen.
Dankeschön. Und direkt dahinter noch. Nimm eine Granate mal. Nice. 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 Haben wir Goodies dabei? Jo. Dann hätten wir hier noch drei, so wie es aussieht. Schaut es bei euch aus mit Goodies? Sind doch zwei gestorben hier. Nehmen wir mit. Da! Rowdy! Ja, ich glaube, das interessiert die nicht. Nehmen wir mit. Okay, andere Waffe. Irgendwas mit Visier wäre geil. Oh, geil. Yes. Der Feind ist offensichtlich geflohen. Nö, nö, der ist noch da. Glaub mir, der geht nicht weit weg. Ne, wo hast du dich versteckt? Ah, da bist du. Jetzt kann's losgehen. Oh, scheiße, scheiße. Ah. Yes, Credits. Okay, hätten wir es. Lass mich raten, wir müssen drinnen dann auch noch aufräumen. Und mein Medikit. Ja, und ich wollte eigentlich mein Schiff reparieren. So, hab ich gar nicht aufpasst. War da jetzt ein Terminal da hinten oder nicht? Wie geht jetzt mal hier irgendwo rein? Ich hätte doch gerne Belohnung für das Ganze hier. Eingangstür? Aber eine Tür, über die ist zugemacht. Komm mal weg, nehmen wir mit. AMP. Glaube ich nicht. Schräges Fahrzeug. Komme ich da irgendwie wieder rauf? Yes. Wo ist der Eingang von dem? Ah. Schlüssel erforderlich. Sag mir jetzt bitte nicht, dass das bei einem von den Leichen jetzt irgendwo ist. Das wäre mir jetzt ein bisschen doof, wenn ich die jetzt absuchen muss. Nee, da war schon mal nix. Der vorne, glaube ich, hat ja auch nichts gehabt. Da ist noch einer. Nö. Mal hier noch was. Ach, das ist ja offen. Mal sehen. Oh, ihr habt Spaß gehabt. Schaut ja witzig. Oh, geil. Credits. Immer her damit. Oh, ja. Ja, und Medpack. Nehmen wir auch mal mit. Nö, braucht man nicht. 365. Ach, was. Nehmen wir mal mit. Einfach dann, um zum Verscherbeln, wenn wir dann im Schiff ablegen. Komm, geh mal aus dem Weg, bitte. Was Spannendes? Nee. Nö. Ist auch nicht wertvoll. Jagen. Gehen wir es erst nach oben oder erst. Na, was machen wir es erstmal unten hier? Oh! Alter, geh aus dem Weg! Schön in den Hintern rein. So, was haben wir hier? Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit.
Oh ja. Iggy Dietrich. Sonst irgendwelche Goodies? Nö, mach ich nicht. Okay, nichts Interessantes hier. Ah, schon wieder Schlüssel. Wo sind die jetzt, wo Kollegen? Ah, da. Komm. Nicht die hellsten hier. Nehmen wir ein Match. Oh. Alter, ich schaue gerade voll an. Dankeschön. Auch nicht spannendes hier. Okay, da kann ich nichts machen. Oh ja. Yes. Ah, brauchen wir nicht. Okay, Keller. Credits, Dietrich, her damit. We are getting rich. Oh, und doch. Was bin ich froh. Ich habe gehofft, die Kavallerie würde kommen, wenn ich nur lange genug in den Funk brille. Ich habe mit Freestar-Miliz gerechnet. Aber mir ist gerade alles recht. Ja. Nach dem, was ich schon gesehen habe, gerne. Bevor die Spacer den Außenposten stürmten, habe ich Befehle für Lieutenant Torres überbracht. Torres ist nicht übel für einen CO. Aber sie hätten uns schlicht umgebracht. Doch die, dass ich das mal sagen werde, UC Marines haben uns gerettet. Deshalb, und das ist wichtig, siehst du Marines, nicht schießen. Das sind unsere Freunde. verstanden, Marines, gut, besser, böse. Das Wichtigste zuerst. Die provisorische Krankenstation wird nicht durchhalten. Sie sind im Erdgeschoss im Sicherheitsbereich. Hier ist alles abgeriegelt, also musst du einen Weg dorthin finden. Sprich mit, Lesama. Er ist das Einzige, was zwischen ihnen und, du weißt schon, steht. Okay. Hoffen wir, dass noch andere auf den Beinen sind. Sei tapfer, sei kühn. Tote Soldaten nutzen niemandem was. Ja, du, ich bin ja ein Mann Armee hier. Erstmal umsehen. Das ist aber nichts Spannendes hier. Ephraim. Ja, ihr habt ganz schön Verluste hier gehabt. Wei! Muss ein gewaltiger Schiss gewesen sein hier. Ja, nichts Spannendes. Neues, ich geh da mal. Nö, mach mal nicht. Iggy Dietrich, oh geil. Krieg richtig viele. Was? Wo bist du? Viel Spaß. Oh, was zum... Wie habe ich das jetzt gemacht? Okay. So. Scheiße. Nice. Also, looten. Credits her damit. Offenbar nicht nochmal. Oh, was? Ah, da. Nice! Mit dem, dankeschön. So, ich wollte jetzt noch fertig looten. Jo. Willst du was hier? Nee. Nichts Interessantes. Oh, ein Dach.
Munitionspack. No. Stairs. Geht's da hin? Electrical. Oh ja, geil. Nix vermehrt. Alles klar. Wir gehen da mal weiter. Einfach, damit es einfach bei mir nicht hochgeht. Oh, da sind ein paar mehr. Nein! Ah. Nice. Alter, geh doch nicht jedes Mal in den Weg, ey! Granaten wäre geil. Alter! Ich hasse dich! Boah, bei Fallout schon so ein Thema, ey. Nee, wird's nicht. Alter, dieser. Jetzt hätte ich wohl doch gern mal einen Sam wieder. Ich sag's ja, ich hau dich. Keine Feinde in der Nähe. Reaktiviere doch. Systematische Fortbewegung. Ja. Oh. Oh, jetzt? Ich will doch einfach nur. Looten. Haben wir hier noch mehr Leichen? Jo. Alter, die waren ganz schön brutal. Oh, ob es ein Achievement gibt für die ganzen Credits hier mitnehmen? Naja, vermutlich nicht. Oh, warte mal. Nickel. Ressourcen. Immer her damit. Ja, nette Küche. Immer noch eine Leiche hier. Aber Medipack. Oh, wow. Das ist zu viel. Ich bin weg. Dankeschön. Nice. Ah, Moment, da war noch Munition. Ja, damit. Ja, das nehmen wir mit. Wenn wir uns dann gleich mal anschauen, was das so kann. Moment, nehmen wir mit. Yes. Ich glaube, ich möchte gern hier reinschauen. Vom Center. Das war's. Oh, guten Tag. Da habe ich mir gerade ein bisschen erschrocken. Der hat sie doch erledigt. Oh. Sind ein paar. Da komme ich nicht hin. Hätte es auch ruhig helfen können. Alter, geh aus dem Weg. Oh, wir werden den wieder wegtun, ey. Der macht mich aggressiv. Okay. Nice. Okay, wir haben jetzt aber eine Sackgasse. Komme ich jetzt hier echt nicht weiter? Da ging es nur zur Küche. Comcenter. Sag mal. Hast du vielleicht Lust, da die Tür aufzumachen? Corporal Lezama, UC Marines, Sunny. Wir dachten, wir wären erledigt. Ich. Und der geschätzte Doktor ist auch da. Musa, oder? Das hier ist seine Party. Mahoney ist eine Maschine. Reinste Vergeudung von Talent auf diesem Felsen. Was zur Hölle macht ihr überhaupt hier? Doktor! Doktor! Ja, Astrobiologie. Wir studieren nicht-terranische Lebensformen in den besiedelten Systemen. Wir wollen die Flora und Fauna verstehen
und nach praktischen Anwendungen suchen. Ja. Nein, sie versuchen, das ganze System zu übernehmen. Schon seit Monaten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Freestar-CO, Lieutenant Torres, hat den Komplex abgeriegelt. Keine Ahnung, wie lange seine Truppen noch durchhalten. Zuletzt habe ich ihn auf Ebene 3 gesehen, bei meinem Büro. Geh zu Torres. Mit dem Schlüssel müsstest du bis auf die Sicherheitstüren alles aufkriegen. Geh zu Torres, bevor seine Männer ausgelöscht werden. Ja, ist doch eh kaum noch einer da. Okay. Also, Sicherheitstüren ist nicht. Du hast den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Okay. Aber kriegen wir hin. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Episode, denn wir sind schon wieder über der Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald in Starfield. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.